Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich endlich einen Gewinner ausgesucht von dem Gewinnspiel, wo ihr die Fliegendecke von Eurostar gewinnen konntet. Und ja, die Auswahl ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Es haben so viele am Gewinnspiel mitgemacht. Also ihr sollt mir ja unter dem ersten neuen Exklusivvideo in der RTV-App schreiben, was ihr am Sommer am liebsten mögt. Und ihr wart so kreativ, ihr habt so tolle Sachen geschrieben und es haben so viele Leute mitgemacht. Ich habe wirklich Stunden da gesessen und mir alle Kommentare wirklich durchgelesen. Und es war wirklich schwierig, da jemanden auszusuchen. Ihr habt so tolle Sachen geschrieben wie, ihr geht schwimmen, am Strand reiten. Das habe ich noch nie gemacht. Also wenn ihr das nächste Mal geht, nehmt mich mal bitte mit. Ich würde das auch so gerne mal machen. Ihr macht gerne Fotos, geht gerne picknicken. Ja, was ich auch total witzig fand, dass viele auch geschrieben haben, sie machen dann Wasserschlacht im Stall oder duschen nicht nur das Pferd, sondern auch sich selbst. Und ja, es waren wirklich so viele coole, tolle Sachen dabei. Vom Pferd beobachten auf der Koppel übers Ausreiten, auch Turnierreiten ist natürlich mit dabei gewesen. Es war ganz witzig, ein Mädel hat mir dann auch geschrieben, nach dem Reiten gehen sie dann oft Eis oder Döner essen. Das fand ich auch ziemlich witzig. Also es waren wirklich so viele coole Sachen dabei. Das war wirklich nicht leicht, sich da jemanden auszusuchen. Aber es musste natürlich jemand gewinnen und ich hätte euch am liebsten alle eine Abschwitzdecke zugeschickt. Aber es kann ja leider nur einen Gewinner geben. Vielleicht habt ihr ja Lust, dass ich nochmal ein Gewinnspiel veranstalte. Vielleicht diesmal ist dann bei YouTube oder Instagram, Facebook oder Snapchat. Nee, Snapchat kann man kein Gewinnspiel veranstalten, aber ist mir jetzt gerade nur so eingefallen. Egal. So, dann kommen wir jetzt mal zur Gewinnerin. Hi Isa, ich persönlich liebe am Sommer am meisten, dass man mit den Pferden eigentlich alle Freiheiten hat, was das Training angeht. Denn da das Wetter meistens gut ist, öffnen sich somit alle Möglichkeiten, das Training nur speziell auf das Pferd abzustimmen. Nach einem anstrengenden Wochenende, wie zum Beispiel einem Turnier, kann man dem Pferd im Sommer am Tag danach stets eine entspannte Abwechslung nach Wahl geben. Ausreiten, baden gehen, longieren, ein Stehtag auf der Koppel und vieles mehr. Meiner Meinung nach hat jedes Pferd ein Recht auf Abwechslung, um ihnen unser Hobby so angenehm wie möglich zu gestalten. Liebe Grüße, Nati. Also, liebe Nati, wie du jetzt hier in der App heißt, herzlichen Glückwunsch, du bist die Gewinnerin. Am besten du schickst mir deine Kontaktdaten bei Facebook oder Instagram oder YouTube als Privatnachricht oder du schreibst mir eine E-Mail unter dieser E-Mail-Adresse. Die schreibe ich auch nochmal in die Infobox, dass ich dir dann die Abschwitzdecke zukommen lassen kann. Warum hat sie gewonnen und nicht jemand anders? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil viele haben ja auch geschrieben, dass sie mit den Pferden schwimmen gehen oder so. Also es waren auch viele Kommentare ähnlich. Und ich habe wirklich am Ende auch zwischen 5 Kommentaren die ganze Zeit hin und her geblättert und konnte mich wirklich nur schwer entscheiden. Aber ihr Kommentar fand ich irgendwie extrem süß. Auch, dass sie ja, so auf das Wohl des Pferdes achtet und nach dem Turnier dann immer einen Tag Pause macht und auch ihre Arbeit sehr abwechslungsreich gestaltet. Und ja, das fand ich einfach schön. Und dadurch, dass sie ja auch immer mal auf Turniere fährt, da kann man auch gerade so eine Abschwitzdecke gut gebrauchen, denke ich. Und beim Ausreiten ja sowieso und beim Baden auch. Und gerade im Sommer braucht man sie ja eigentlich fast überall. Und ja, also es ist mir wirklich nicht so leicht gefallen. Ich hoffe, du freust dich über den Gewinn, liebe Nati. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du mir ein Foto zukommen lassen könntest, auf irgendeine Art und Weise. Ja, wo du mir zeigst, wie dein Pferd die Abschwitzdecke trägt. Einfach, dass ich halt, ja, mal sehen, wie es aussieht. Das würde mich wirklich mal interessieren. Das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Tut mir jetzt leid für alle, die nicht gewonnen haben, aber ich konnte jetzt keine paar hundert Fliegendecken verschicken, auch wenn ich es gern gemacht hätte. Aber das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt, wenn ihr da Lust drauf habt. Und ja, also das war es schon wieder. Tschüss! Herzlichen Glückwunsch, liebe Nati. Du hast gewonnen!